Willkommen zurück bei Galileo. Bei diesem Foto hier haben wir uns in der Redaktion zuerst wirklich erschrocken. Das größte Rind, das wir jemals gesehen hatten, so als wäre es mutiert oder vollgepumpt mit irgendwelchen Steroiden. Deshalb wollten wir wissen, welche Geschichte hinter diesen Muskelbergen steckt. Und dabei haben wir Dinge herausgefunden, die wir uns vorher noch nicht einmal vorstellen konnten. Dieser Bulle sieht aus wie ein grotesker Bodybuilder mit rosa Hintern. Ein einziges gigantisches Muskelpaket. Ist der Bauer dafür verantwortlich? Hat er das Tier mit Anabolika aufgepumpt? Wieso hat dieser Bulle solche Muskelberge? Um genau das rauszufinden, fahren wir nach Belgien. Rund 500.000 Muskelrinder sollen dort leben. Aber warum? Unser Ziel liegt am Rande der Kleinstadt Ciney, eine Stunde westlich von Brüssel. Ein sogenanntes Reproduktionszentrum für Rinder. Einer der Chefs hier ist Pierre Mailleu. Er ist richtig stolz auf das Foto. Ein Prachtexemplar. Und davon haben wir viele. Wollt ihr die sehen? Na klar. Aber das ist aufwendiger als gedacht. Jeder, der in den Stall will, muss erstmal durch diese Hygieneschleuse. Sie führt zu einer Dusche. Ich dusche locker 8-mal pro Tag. Das müssen wir jedes Mal machen, beim Rein- und Rausgehen, um die Infektionsgefahr für die Tiere gering zu halten. Keimschleuse und Sicherheitsduschen. Wir beginnen uns ein bisschen zu sorgen. Was für ein seltsames Tierlabor ist das hier eigentlich? Und dann sehen wir ihn zum ersten Mal mit eigenen Augen. Muskeln wie Berge, kein Gramm Fett. Ein blau-weißer Belgier. Das ist Ika, einer unserer besten Bullen. 5 Jahre alt und gut 1250 Kilogramm schwer. An ihm sieht man, was die Rasse auszeichnet. Ein extrem breiter Rücken. Runde, sichtbare Rippen. Extrem viel Muskelfleisch an den Schultern. Und besonders markant das muskulöse Hinterteil, das sich rund nach unten wölbt. Von diesen Giganten stehen hier eine ganze Menge rum. 40 der teuersten Muskelbullen Belgiens leben auf dieser Reproduktionsstation. Unweigerlich fragen wir uns, was passiert, wenn so ein Koloss mal schlecht drauf ist? Dieser will gerade aus dem Stall ausbüchsen. Sie können nervös werden und sie sind extrem schwer. Daher müssen wir immer aufpassen. Aber grundsätzlich sind das mit die friedlichsten Bullen der Welt. Ihre Muskelmasse macht sie eher träge. Aber woher kommen diese riesigen Muskeln denn nun? Verfüttern die Belgier Anabolika? Jeder Bulle bekommt täglich 4 Kilogramm von diesem Kraftfutter. Was steckt da drin? Gepresste Zuckerrübenreste, Sojaschrot, Gerste und Maisflocken. Das ist ganz normales Kraftfutter, wie es auf der ganzen Welt verfüttert wird. Keine Antibiotika, keine Steroide, nichts. Die Muskeln sind komplett natürlich. Begonnen hat alles vor 40 Jahren. Mit einem zufälligen Gendefekt bei einem belgischen Rind. Ein Gen, das auch wir Menschen besitzen, das sogenannte MSTN-Gen. Im Normalzustand sorgt es bei allen Lebewesen dafür, dass im Muskel ein Protein ausgeschüttet wird. Das sogenannte Myostatin. Myostatin hemmt und kontrolliert das Muskelwachstum. So behalten die Muskeln eine effiziente Größe und Leistungsfähigkeit. Um athletisch auszusehen, haben wir daher nur eine Chance. Regelmäßiges und hartes Training. Darauf können die blau-weißen Belgier verzichten, dank ihres natürlichen Gendefekts. Durch die Mutation wird bei ihnen gar kein Myostatin gebildet. Ohne diesen Hemmstoff wachsen ihre Muskeln überdurchschnittlich stark. Ganz von alleine. Damit man diese Muskeln besser sehen kann und die Bullen weniger schwitzen, bekommt jedes Tier einmal im Monat eine Ganzkörperrasur.
Ohne Fell zeichnet sich ihr Muskelverlauf deutlicher ab. Und das ist wichtig, weil wir die Bullen zur Schau stellen wollen. In ihrer ganzen Pracht. Daher das rosa Hinterteil auf dem Foto. Eine Kahlrasur, die die Bemuskelung extra betont. Denn diese Bullen sollen teuer verkauft werden. Als Zuchtbullen. Die blau-weißen Belgier sind nämlich eine eigene Rasse. Und nur die besten Bullen, wie Prado, sollen ihre Gene weitergeben. Dazu lässt sich Prado von einer Kuh in Stimmung bringen. Beim eigentlichen Akt zwacken ihm die Züchter seinen Samen mit einer Art Rinderkondom ab. Ruckzuck, mit maximalem Ertrag. Das ist eine ordentliche Portion. Die reicht, um rund 300 Kühe künstlich zu befruchten und dann in etwa 250 Kälber auf die Welt zu bringen. Blau-weiße Belgierkälber kommen schon als Mini-Bodybuilder zur Welt. Den Züchtern geht es aber nicht um Muskelkraft, es geht um Muskelfleisch. Davon besitzen sie mindestens 20% mehr als andere Fleischrassen. Die Schlachtausbeute ist also höher und ihr Muskelfleisch besonders zart und fettarm. Gleichzeitig sind sie billiger zu züchten, da sie rund 10% weniger Futter brauchen, aber im Turbo-Tempo Schlachtgewicht erreichen. They look different. Klar, sie sehen anders aus, aber es sind eben regelrechte Fleischmaschinen. Die Antwort auf den weltweit steigenden Fleischbedarf. Doch es gibt viele Kritiker. Tierschützer prangern an, dass die Beine der Tiere die enormen Fleischmassen gar nicht tragen können. Außerdem müssen die Kälbchen per Kaiserschnitt geholt werden, da eine natürliche Geburt zu gefährlich ist. Die schweren Mutterkühe müssen beim Pressen zu viele Fleischmassen in Bewegung setzen und ermüden daher schnell. Sie hören dann auf zu pressen und das Kälbchen bleibt im Geburtskanal stecken. Im Durchschnitt 3 Kaiserschnitte pro Mutterkuh. Das machen deutsche Tierschützer nicht mit. Aber deutsche Ärzte sagen, diese Muskelkühe könnten eine Chance sein. Und zwar für bislang unheilbare Kranke wie Andrea Liere. Sie leidet an Muskeldystrophie. Ein Gendefekt, der allmählich alle Muskeln in ihrem Körper lahmlegt. Wenn sie hier drücken, es ist wie Pudding. Für sie und weltweit rund 300.000 Muskelschwundpatienten will Professor Markus Schülke von der Charité Berlin ein Medikament finden. Dabei helfen ihm aber nicht nur die Muskelrinder, ihm hilft auch ein Muskelmensch. Vor 12 Jahren kommt in Berlin ein Junge auf die Welt, der den gleichen natürlichen Gendefekt wie die Rinderrasse hat. Auch sein Körper produziert kein Myostatin. Eine weltweit einzigartige Sensation. Der Junge konnte im Alter von einem Jahr ungefähr 3 Kilo Hanteln seiner Mutter hochheben am ausgestreckten Arm. Etwas, was ein normales Kind sicher nicht kann. Die Idee, wäre der Gendefekt des Jungen auf Muskelschwundpatienten übertragbar, könnten die Kranken vielleicht wieder zu Kräften kommen. Ich erhoffe mir, dass wir die Physiologie dieses Hormons besser verstehen und dass wir vielleicht doch einige Einsatzgebiete finden, wo dieses Hormon in der Therapie eingesetzt werden kann. Bis es ein Medikament gibt, das Muskelberge sinnvoll wachsen lässt, werden Jahre vergehen. Doch dann wären die Muskelkühe nicht nur eine monströse Laune der Natur, sondern auch der Schlüssel zur Heilung einer tödlichen Krankheit. Das war sie also. Die Geschichte hinter dem Foto mit der Bodybuilder-Kuh.